neuen Video von mir. Mein Name ist Patrick Lärm und heute geht es mal um eine Standardmaßnahme des Bundespolizeigesetzes. Sie sehen das schon, der Paragraph 39 steht heute im Vordergrund. Ich will den Überblick darstellen zu Paragraph 39 und ich will die wichtigsten Gewahrsamsarten mit den Tatbestandsmerkmalen erklären. Und Sie sehen jetzt schon rechts dieses Bild von dieser älteren Zelle. Ja, die Zielrichtung ist natürlich hier die Freiheitsentziehung bei der Gewahrsamnahme. Wir schauen uns dann mal die Gründe genauer an. Ja, ist eher so mit der Repression verbunden, quasi in die Zelle sperren sozusagen. Aber 39 ist jetzt eben diese präventive Freiheitsentziehung. Man könnte auch sagen, eine präventive Festnahme. Aber man muss da sprachlich auf der richtigen Ebene sein und man sagt eben dazu dann Gewahrsamnahme. Und da schauen wir uns dann mal die Gründe an. Bevor wir das tun, ich habe auf meinem YouTube-Kanal eine Umfrage geschalten. Das war vor 3 Monaten, also in meinem Tab Community. Und da gab es auch eine rege Beteiligung von Ihnen. Ich hatte die Frage gestellt, welche Gefahr bzw. welcher Gefahrenbegriff wird in Paragraph 39 Absatz 1 Nummer 1 vorausgesetzt? Und die Umfrage hat dann ergeben, dass, und da brauche ich mal wieder meinen Textmarker, hier 53% sagen, die dreistufige Polizeigefahr, 14 Absatz 2 Satz 1 für Leib und Leben, Leib oder Leben, 53% an dieser Stelle. Und immerhin noch 28% sagen, dreistufige Polizeigefahr im Sinne 14 Absatz 2 Satz 1. Der Unterschied war jetzt hier nur in Bezug auf Leib und Leben. Wir schauen uns das am Ende nochmal an, wenn wir das alles durchgearbeitet haben, wer jetzt hier recht hat, beziehungsweise wer die richtige Antwort hier gegeben hat von Ihnen. Und Sie sehen auch nochmal, 14% sagen gegenwärtige erhebliche Gefahr und 6% sagen abstrakte Gefahr für Leib und Leben. Ja, ich möchte erstmal anfangen mit dem Gesamtüberblick Paragraph 39 und es gibt ja da durchaus mehrere Aspekte, die man da vor Augen haben muss. Es ist ja eben auch nicht nur der Paragraph 39, der jetzt eine Rolle spielt, sondern Sie sehen das hier auch oben in der Überschrift. Es ist auch der Paragraph 40, 41 und 42, die auch noch was ergänzend sagen zum Thema Freiheitsentziehung insbesondere. Wir schauen uns mal diesen ersten Part hier an, Allgemeines. Was gibt es da zu wissen? Paragraph 40 Bundespolizeigesetz, also ein Paragraph weiter. Ich habe es gerade schon angesprochen. Freiheitsentziehung ist natürlich ein ganz sensibles Thema. Hier wird in die Freiheit der Person eingegriffen und zwar massiv. Das ist der schwerwiegendste Freiheitseingriff, den es gibt. Und der steht natürlich auch unter Richtervorbehalt. Richtervorbehalt, ja, auch in Paragraph 40 geregelt. Und es gibt da natürlich auch eine Kurzzeitklausel. Okay, aber grundsätzlich der Richter entscheidet über eine Freiheitsentziehung. Das ist auch richtig so, dass man auch diesen Schutzmechanismus hat. Und in Paragraph 40 gibt es eben auch nochmal eine Aufzählung der gesamten präventiven Freiheitsentziehung im Bundespolizeigesetz. Und da finden Sie nicht nur den Paragraphen 39, sondern Sie finden da durchaus auch den 23 Absatz 3. Da ist ja auch eine Freiheitsentziehung drin. Auch da habe ich ja schon in einigen Videos zu 23 1 Nummer 1, auch dazu habe ich mich schon geäußert zum Thema Beschränkung und Freiheitsentziehung bei der IDF. Ja, bei den Zielrichtungen und TBM-Struktur, das ist meine Schwerpunktsetzung. Ich spreche die wichtigsten ja, Tatbestandsmerkmale, die wichtigsten Arten des Gewahrsams 39 dann an, jetzt in diesem Video. Hier sehen Sie nochmal den Überblick. Es beginnt also im 39 1 Nummer 1, den schauen wir uns an mit dem Schutzgewahrsam. Wer oder was soll denn hier geschützt werden? Dann haben wir den Durchsetzungsgewahrsam 39 1 Nummer 2. Wir haben den Unterbindungsgewahrsam 39 1 Nummer 3, wo wir auch eine Beziehung und eine Verbindung haben
zu Ordnungswidrigkeiten und auch zu Straftaten. Und dann haben wir noch 39 Absatz 2, den sogenannten minderjährigen Gewahrsam. Und das sind sozusagen Begrifflichkeiten, die sich durchgesetzt haben anhand der Zielrichtung, die man jetzt mit der Gewahrsamnahme verfolgt. Und insoweit muss man sagen, es ist nicht klassisch so das Wegsperren im Sinne von, du hast etwas getan, du hast jetzt diese Straftat begangen und so weiter. Es ist eine präventive Zielrichtung, eine Schutzmaßnahme primär auch, ja, um gewisse Personen zu schützen, ja, oder bei Minderjährigen auch, um Minderjährige auch wieder zurückzuführen zum Sorgeberechtigten. Also es hat durchaus eine, ja, ich würde mal sagen, eine positive Zielrichtung an der Stelle. Aber zu diesen, ja, Zielrichtungen, zu den TBMs, die Sie jetzt auch hier schon so sehen, da komme ich gleich zu nochmal. Und bevor wir dazu kommen, nochmal zwei Paragraphen, die auch wichtig sind im Zusammenhang mit Freiheitsentziehung. Das sehen Sie jetzt hier. Wir haben den 41er noch und den 42er. Beim 41er ist es natürlich wichtig, bei der Behandlung festgehaltener Personen, dass ich natürlich den Grund nenne und auch die speziellen Rechtsbehelfe bei der Freiheitsentziehung. Auf Antrag ist eine gerichtliche Entscheidung über diese Freiheitsentziehung beim AG, ja, auch zulässig, erforderlich und gegebenenfalls eine Klage beim Verwaltungsgericht nach Beendigung der Maßnahme. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also dieser Antrag auf gerichtliche Entscheidung meint die Überprüfung dieser in Gewahrsamnahme an der Stelle. Unabhängig davon muss natürlich der Richter kontaktiert werden, wenn die Freiheitsentziehung ja länger andauert. Ja. Das muss eben von Amts wegen durch die Polizei gemacht werden. Das meint jetzt nur die Rechtsbehelfe, die der Bürger zusätzlich dazu noch hat, was ich jetzt hier so mit wichtig markiert habe. Und natürlich plus noch weitere Maßnahmen, auf die man einen Anspruch hat. Rechtsanwalt ist ein Thema, Arzt ist ein Thema, wenn es erforderlich sein sollte, eine Vertrauensperson oder alternativ ein Dolmetscher. Ja, möglicherweise auch noch mein Konsulat bei ausländischen Staatsangehörigen, was dann nach dem Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen auch informiert werden muss. Also da gibt es viele, viele Maßnahmen, die noch hinzukommen, je nach Sachverhaltskonstellation, auch je nachdem, ob der Bürger, die Bürgerin das auch will. Aber ich halte diese beiden ja, Rechtsvorschriften 41, dass man sagt, okay, Grundbenennen plus Rechtsbehelfe, das finde ich als sehr, sehr wichtig, dass man das eben auch dem Bürger auch hier kommuniziert. Also er hat sowohl die Möglichkeit des Antrages auf gerichtliche Entscheidung beim zuständigen Amtsgericht und er könnte auch Klage vom zuständigen Verwaltungsgericht nochmal einlegen nach Beendigung der Maßnahme. Ja, auch das ist immer möglich. Dann haben wir den Paragraphen 42, da gibt es ja die Dauer der Freiheitsentziehung, da muss man aufpassen, es ist in der Maximalgrenze hier erwähnt, bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen und das könnte, wenn man das mal so berechnet, maximal hier 47 Stunden, 59 Minuten sein im Ausnahmefall. Das ist also die maximale Obergrenze, die theoretisch denkbar ist für die Polizei, dass sie jemanden so lange festhält. Wobei ich auch sage, das ist die Maximalgrenze, die werde ich in den seltensten Fällen ausschöpfen, weil ich natürlich entweder vorher schon zum Ziel gekommen bin und vorher auch schon der Grund möglicherweise weggefallen ist, warum ich jemanden der Freiheit entziehen kann. Oder ich habe vorher schon an den Richter gedacht und habe den Richter schon nach, sagen wir mal, 3, 4, 5 Stunden kontaktiert. Was ja im Übrigen auch meine Pflicht ist, es zeitnah zu tun. Also das ist eine Maximalgrenze, Dauer der Freiheitsentziehung. Die gilt aber nicht bei der IDF im Rahmen der Identitätsfeststellung, im Rahmen dieser Freiheitsentziehungen, da nicht mehr als 12 Stunden. Und in Bezug auf das Bundespolizeigesetz würde das bedeuten, die IDF, naja, 23 Bundespolizeigesetz, das ist diese Freiheitsentziehung im Absatz 3, die ich da drin habe. Die habe ich ja vorhin gerade schon mal angesprochen. Hier gilt eine zeitliche Obergrenze von nicht mehr als 12 Stunden. Aber wie gesagt, das ist eine maximale Obergrenze, die hier festgelegt ist. Wenn Sie das mal nachlesen möchten, zum Gewahrsam, Definitionswissen für die Grundausbildung, da ist die Gewahrsamnahme drin, dritte Auflage, da findet sich die TBM-Struktur und ja, man darf eben nicht vergessen, Gewahrsam ist eigentlich schon erstes Dienstjahr und kann dann in weiteren Verläufen im zweiten Dienstjahr, aber auch im Laufbahnlehrgang auch natürlich vorausgesetzt werden, aber Sie finden die TBM-Struktur bei mir in den Büchern
im Definitionswissen für die Grundausbildung. Ja, 40 Bundespolizeigesetz hatte ich schon mal angesprochen jetzt. Der ist auch noch mal so ein Dreh- und Angelpunkt. Ich hatte schon angesprochen, dass hier natürlich dass hier nicht Gewahrsamnahme ist, sondern dass hier Freiheitsentziehungen nochmal aufgezählt sind, und zwar abschließend alle präventiven Freiheitsentziehungen. Es würde dann losgehen mit 23.3 Satz 4. Das wäre die genaue Rechtsgrundlage für die Freiheitsentziehung im Rahmen einer IDF. Dann 25 Absatz 3 und 43 Absatz 5. Plus, und das habe ich jetzt hier nochmal gelb hervorgehoben, der 39 Absatz 1 oder 2. Das ist also hier die Freiheitsentziehung insgesamt im Bundespolizeigesetz, speziell natürlich für uns wichtig der Gewahrsam. Und hier muss also die Bundespolizei, das ist der Richtervorbehalt, unverzüglich eine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeiführen. Das bedeutet eben Zulässigkeit. Hier wird nochmal geprüft, ob die Tatbestandsmerkmale überhaupt vorliegen und wenn ja, wie lange das dann sozusagen noch fortdauern darf. Ja, es sei denn, und das ist diese Kurzzeitklausel, die Herbeiführung der richterlichen Entscheidung würde voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen, als es zur Durchführung der Maßnahmen notwendig wäre. Das ist also so, bevor ich jetzt den Richter kontaktiere, fällt vielleicht der Grund schon weg. Bei minderjährigen Gewahrsam könnte man sich das vorstellen, ja, die Minderjährigen oder der Minderjährige, die Minderjährige wird dann abgeholt von den Eltern innerhalb von der nächsten halben Stunde. Da kann der Grund relativ zeitnah wegfallen. Und bis ich da wirklich den Richter kontaktiere, ja, dann kann sich die Freiheitsentziehung schon wieder erledigt haben. Das kann mal so sein, dass das der Fall ist, ne? Deswegen gibt es hier diese Ausnahme mit der Kurzzeitklausel. Ist aber, wie gesagt, nur eine Ausnahme vom grundsätzlichen Richtervorbehalt. Freiheitsentziehung hat man schon angesprochen, Freiheitseingriff, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 ist da wichtig, aber auch der 104 Absatz 2 Grundgesetz, der auch nochmal was zum Richtervorbehalt im Allgemeineren sagt. Und jetzt gibt es auch nochmal eine Freiheitsentziehung, die wollte ich Ihnen hier nochmal mit einfügen, wenn Sie mal auf der Suche sind nach einer Definition der Freiheitsentziehung. Es gibt im FAMFG, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ist das hier eine Definition im Paragraph 415, wenn also eine Person gegen ihren Willen oder im Zustand der Willenlosigkeit, insbesondere in einer abgeschlossenen Einrichtung wie einem Gewahrsamsraum oder einen abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses, die Freiheit entzogen wird. Hier wird mal beispielhaft erwähnt, wann das der Fall ist. Ja, also gegen ihren Willen wird sie jetzt hier festgehalten. Mit einer gewissen Dauer, mit einer gewissen Intensität, um da sozusagen auch die Abgrenzung zur reinen Freiheitsbeschränkung jetzt auch darzustellen. Wichtig ist, und das ist diese Kernaussage von 40, es sind alle Freiheitsentziehungen im BPOLG dort enthalten und es gilt der unverzügliche Richtervorbehalt hier. Der Richter hat über diese Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung zu entscheiden. Ja, und wir schauen uns mal den ersten Gewahrsam an, 39 Absatz 1 Nummer 1, der Schutzgewahrsam. Es geht los, die Bundespolizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen. Das bedeutet, wir haben hier Ermessensspielraum. Wir müssen nicht, aber wir können. Wir können eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn dies erstens zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, insbesondere weil die Person sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befinden. Okay, hier sind mehrere Merkmale drin, die ich dann prüfen muss. Als Beispiel habe ich jetzt hier mal eine Person erwähnt, die jetzt auch Anstalten macht, sich von der Terrasse im Bahnhof auf die Gleisanlagen zu werfen oder zu springen. Nee, ein Zug kommt jetzt gleich auch an und in dieser Situation müsste ich mir eben Gedanken machen, welche Rechtsgrundlage da auch in Betracht kommt. Beim Schutzgewahrsam 39 Absatz 1 Nummer 1 Gefahr für Leib oder Leben. Das ist sozusagen das erste große Tatbestandsmerkmal. Und das ist meine dreistufige Polizeigefahr. Ja, 14 Absatz 2 Satz 1. Also das, was wir unter einer konkreten
dreistufigen Polizeigefahr verstehen, aber hier muss man aufpassen, es muss für Leib oder Leben, also für körperliche Unversehrtheit oder das Rechtsgut Leben jetzt bestehen. Also das heißt, es ist durchaus enger zu sehen. Und bei der Erforderlichkeit, das ist ein zweites TBM, da muss ich mir den Zustand bzw. der Lage oder der Lage nochmal bewusst werden. Da habe ich ja jetzt hier freie Willensbestimmung, ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage. Also das sind die zwei großen TBMs. Wenn man jetzt mal bei der dreistufigen Polizeigefahr weitergeht, da habe ich hier die Gefahr im Einzelfall, genauso wie ich es jetzt auch bei einer ganz normalen dreistufigen Polizeigefahr so habe. Das bedeutet, das ist mein erstes TBM. Da schaue ich jetzt nochmal hier unten rein. Also wenn man so will, ist das mein erstes Merkmal, wo ich eingehen muss. Dann öffentliche Sicherheit. Aber jetzt aufpassen, man definiert das jetzt, die öffentliche Sicherheit. Man darf aber jetzt nicht vergessen, dass diese Gefahr nur für zwei Rechtsgüter bestehen muss. Nur Leib, also körperliche Unversehrtheit oder das Leben. Das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt den Unterschied auch deutlich macht zur klassischen dreistufigen Polizeigefahr. Diese, die hier gemeint ist, ist deutlich enger zu sehen und bezieht sich nur auf diese zwei Rechtsgüter und dann am Ende wieder eingehen auf, dass der Gefahrenanlass im präventiv-polizeilichen Aufgabenbereich der Bundespolizei liegen muss, 1 bis 7 Bundespolizeigesetz. Wenn ich das runtergewürdigt habe, wenn ich alles subsumiert habe, dann gehe ich auf den zweiten Part ein, auf die Erforderlichkeit. Da habe ich jetzt hier diese zwei Merkmale, freie Willensbestimmung, ausschließenden Zustand oder sonstige hilflose Lage. Und da merkt man schon, das hier ist sozusagen der Auffangtatbestand, sonstige hilflose Lage. Ich werde erstmal das erste anprüfen hier. Und von der Definition her, die Person ist nicht oder nicht mehr in der Lage, einen Willensentschluss zu fassen oder diesem Entschluss entsprechend zu handeln. Sie kann einfach nicht mehr. Und das können natürlich jetzt so Sachen sein wie Schockmomente, Ohnmachtsmomente, aber auch so Dinge, die bewusst oder ja, mehr oder weniger bewusst auch herbeigeführt wurden. Eine Trunkenheit oder Drogenrausch kann das sein. Ja, also die Person kann jetzt nicht mehr, sie kann nicht mehr aus eigener Kraft jetzt handeln. Sie braucht Unterstützung. Und insoweit sieht man hier, dass es durchaus eben ein Schutzcharakter ist. Es könnte eben viel mehr passieren bei der Person hier oben, bei der jungen Frau. Klar, die könnte sich jetzt sozusagen jetzt vor den Zug werfen. Leib oder Leben ist da auf jeden Fall tangiert. Und ja, sie ist sozusagen in einer psychischen Ausnahmesituation. Und jetzt, wenn man diese sonstige hilflose Lage hier unten sieht, das ist so ein Auffangtatbestand für ja, zum Beispiel ältere Personen, ja, die vielleicht nicht mehr so können, die vielleicht auch ja, möglicherweise noch Demenz haben oder ähnliches. Kinder, die jetzt auch sich nicht eindeutig jetzt helfen können, Menschen mit Behinderung, also gehandicapte Personen, körperlich eingeschränkte Personen. Und da muss ich mir jetzt Gedanken machen, möglicherweise über den Schutzgewahrsam. Also eine sehr positive Zielrichtung eigentlich. Die Bundespolizei schreitet ein, um die Personen zu schützen, damit nichts passiert. Okay. Dann schauen wir uns mal die zweite Nummer an. Also hier muss man nochmal genau zitieren immer. 39.1 Nummer 2 ist der sogenannte Durchsetzungsgewahrsam. Und das ist eine Maßnahme, die am Platzverweis jetzt ansetzt. Und Sie sehen jetzt hier, die Bundespolizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn dies unerlässlich ist, um eine Platzverweisung nach 38 durchzusetzen. Und da gibt es jetzt dann zwei Tatbestandsmerkmale. Wir haben einmal nicht befolgten Platzverweis, wo ich dann sagen muss, naja, was ist eigentlich die Voraussetzung vom Platzverweis? Das kennen Sie schon, das ist die dreistufige Polizeigefahr, ganz normal, 14 Absatz 2 Satz 1. Und wenn ich das fertig habe, muss ich noch auf die Unerlässlichkeit des Gewahrsams eingehen. Das ist also wirklich sozusagen das letzte mögliche Mittel, wenn jetzt jemand trotz erteilten Platzverweis sozusagen nochmal zurückkommt in den Bereich, den er jetzt dann nicht betreten darf. Und Sie sehen jetzt hier das Beispiel. Es wird einem aggressiven Fußballfan einen Platzverweis erteilt und dieser erscheint 10 Minuten später wieder im Bahnhof und versucht jetzt wiederum eine Gruppe von gegnerischen Fans zu provozieren. Also hier wurde schon mal ein Platzverweis erteilt und jetzt verstößt er sozusagen gegen diesen Platzverweis, kommt wieder und da muss natürlich sich
der jeweilige Bundespolizist, die Bundespolizistin Gedanken machen, wie geht das jetzt weiter? Was machen wir jetzt als nächstes in Bezug auf die Maßnahmen? Erstes TBM, nicht befolgter Platzverweis. Ich habe es schon angesprochen, Platzverweis, dreistufige Polizeigefahr. Ich brauche jetzt also, um jetzt sozusagen die nächste Stufe zu gehen mit der Gewahrsamnahme, brauche ich jetzt natürlich wieder eine konkrete Gefahr. Die sehen Sie jetzt auch hier rechts im Beispiel. Er kommt 10 Minuten später wieder und versucht jetzt wiederum, eine Gruppe gegnerischer Fans zu provozieren. Also ich muss hier wieder die Gefahr im Einzelfall prüfen, zweitens die öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung und drittens muss der Gefahrenanlass im Aufgabenbereich der Bundespolizei bestehen. Also von der TBM-Struktur überhaupt nichts Neues. Genau dieses TBM habe ich ja eigentlich in der Grundausbildung schon bei Paragraph 14 Absatz 1 bei der Generalklausel geprüft. Ich habe es auch schon geprüft bei 23.1 Nummer 1 und auch bei 38 BPOLG. Also das ist hier wichtig. Wir haben einen nicht befolgten Platzverweis. Wir haben eine jetzt anhaltende, sozusagen dreistufige Polizeigefahr. Und das herunterwürdigen und das auf den Sachverhalt beziehen, wie Sie es jetzt auch hier sehen, mit dem Fußballfan. Und da kommt er eben wieder und stört wieder, verursacht wiederum die Gefahr. Trotz dieses bereits erteilten Platzverweises. Das müsste man eben auch beim ersten TBM ansprechen. Ja, nach Erteilung dieses Platzverweises. Dann kommt er wieder und stört wieder. Das ist das erste TBM. Und da hat man eben noch die Unerlässlichkeit mit eingebaut. Das ist so ähnlich wie bei der Verhältnismäßigkeit so ein bisschen, wird aber hier im Tatbestand schon geprüft. Es gibt kein milderes, gleichermaßen geeignetes Mittel. Und da muss man sich die Frage stellen, naja, der Platzverweis wurde ja jetzt hier schon ausgeschöpft, hier oben im Sachverhalt. Und jetzt muss ich fragen, wie geht's weiter? Gibt es was Milderes? Ja, möglicherweise habe ich auch schon eine Identitätsfeststellung durchgeführt. Ja, ich muss halt einfach handlungsfähig bleiben und diese Frage hier beantworten. Und meistens ist das eben auch so, dass ich alles schon ausgeschöpft habe vorher. Und jetzt muss ich zwingend diese Maßnahme treffen, muss ihn erstmal in Gewahrsam nehmen für die nächsten 10, 15, 20 Minuten für diesen Anreiseverkehr. Und das reicht manchmal schon aus, dass sich die Situation beruhigt und dass er nicht mehr auf gegnerische Fans stoßen kann, weil die vielleicht schon abgereist sind oder weil die schon weiter sind zum Stadion. Ja, und dann habe ich die Situation bereinigt und ja, Körperverletzungen verhindert. Also insoweit ist da auch sicherlich eine Schutzzielrichtung drin, auch vom Durchsetzungsgewahrsam. Ich will also hier die Gruppe der gegnerischen Fans im Beispiel, die möchte ich auf jeden Fall schützen. Ja, 39.1 Nummer 3 Unterbindungsgewahrsam ist die Überschrift. Und wenn wir mal den Gesetzestext lesen, 39.1, die Bundespolizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn dies Nummer 3 unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern. Und da gibt es jetzt einmal die Parallele zu dem Punkt Unerlässlichkeit. Den hatten wir gerade schon. Das ist sozusagen eine vorgeschobene Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und dann habe ich quasi ein TBM, wo ich mich jetzt entscheiden muss zwischen dieser Straftat und Ordnungswidrigkeit. Und das ist, denke ich, jetzt ein bisschen problematisch, weil man ja natürlich bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten insbesondere an das repressive Einschreiten nach der StPO denkt. Aber wenn man das so sieht, unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung, da muss man sagen, wenn man jetzt zurück zur Entscheidung geht, ja, es steht jetzt unmittelbar zeitlich bevor oder es hat schon begonnen, es wird fortgesetzt. Also wir haben hier insoweit möglicherweise eine bevorstehende RGV bzw. eine anhaltende RGV. Und wenn man jetzt mal das Beispiel hier sieht rechts, mehrere erheblich angetrunkene Personen versuchen wiederholt durch Fußtritte die Glasscheiben im Eingangsbereich des Innenministeriums zu zerstören, dann hat diese Straftat jetzt hier schon begonnen. Da könnte eine Sachbeschädigung jetzt hier eine Rolle spielen, ein 303 StGB. Und das hat jetzt schon begonnen, beziehungsweise steht zeitlich gesehen unmittelbar bevor. Und jetzt kann man natürlich, oder muss man jetzt erstmal eine Entscheidung herbeiführen. Und wenn man jetzt diesen Sachverhalt so sieht und zurück zur Entscheidung geht, dann würde man sagen, naja,
Repressives Einschreiten, ist es schon eine abgeschlossene Rechtsgutverletzung? Noch nicht. Also ich muss erstmal präventiv ran. Anhaltende Rechtsgutverletzung. Sie treten jetzt just in diesem Moment wiederholt gegen die Glasscheiben. Es könnte jetzt gleich auch kaputt gehen. Also hier muss ich erstmal präventiv ran und präventiv wäre zu sagen, okay, erstmal natürlich aufhören damit, aber wenn die natürlich erheblich aggressiv sind, stellt sich natürlich die Frage auch Unterbindungsgewahrsam, damit sich die Situation beruhigt, die freiheitsentziehende Maßnahme. Und danach kann ich dann irgendwann mal, wenn sich die Situation beruhigt, auch in die repressiven Maßnahmen übergehen. Wenn man jetzt die TBM-Struktur sieht, ich würde jetzt mit der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder Fortsetzung dieser Straftat anfangen oder Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung, dann würde ich das Verhindern ansprechen und dann die Unerlässlichkeit des Gewahrsams. Ja? Also ich möchte diese Straftaten letzten Endes verhindern oder die weitere Fortsetzung verhindern und insgesamt muss es dann wiederum unerlässlich sein. Also die Unerlässlichkeit steht zwar hier als erstes in der Nummer 3 drin, würde ich aber als drittes TBM prüfen, weil wir es auch jetzt schon im Durchsetzungsgewahrsam nach 39.1 Nummer 2 auch schon als drittes TBM geprüft haben. Aber im Ergebnis, ja, Sie können auch durchaus damit anfangen. Also es ist jetzt keine fixe TBM-Struktur, aber nur von der Logik her könnte sich das so jetzt hier darstellen. Erstens, zweitens und drittens. Ich habe jetzt hier oben in dem Sachverhalt, Entschuldigung, ich habe jetzt oben in dem Sachverhalt natürlich eine Sachbeschädigung drin oder Sachbeschädigungsdelikte. Das ist jetzt hier relativ einfach. Ich habe Straftaten drin. Bei Ovis muss man sagen, okay, da muss es eine gewisse Dauer, gewisse Intensität und auch Schwere dieser Ovi sein. Da ist nicht jede Ovi gleichsam mit drin. Und jetzt muss man eben sagen, naja, was sagt der Sachverhalt dazu aus? Inwieweit, oder was sagt auch die Fragestellung dazu aus? Wird das jetzt quasi schon vorausgesetzt und wird gesagt, okay, diese Straftat und diese Ordnungswidrigkeit kann als gegeben vorausgesetzt werden. Wenn das so ist, ist das natürlich super, dann kann ich das am Sachverhalt eben feststellen, wie ich es hier gesagt habe. Und wenn der Sachverhaltshinweis mal nicht der Fall, nicht vorhanden ist, dann müsste ich hier durchaus auch mich mal äußern zur Straftat, was natürlich dann wiederum bedeutet, ich muss eine Strafbarkeitsprüfung auch hier einschieben mit dem sogenannten TRS-Schema und bei Ordnungswidrigkeiten mit dem TRV-Schema. Da muss man immer sehen, was gibt der Sachverhalt her, was gibt insbesondere die Aufgabenstellung und auch der Sachverhaltshinweis oder die Sachverhaltshinweise, Bearbeitungshinweise, was geben die noch her? Normalerweise durchprüfen. Es kann aber auch sein, dass ich das nur feststellen muss. Hier in dem Fall habe ich oben jetzt quasi die Straftat und kann sagen, okay, 303 StGB mindestens mal ist hier erfüllt und es dauert immer noch an. Ich will diese Straftaten verhindern. Das ist natürlich ein Thema. Ich will sie von vornherein unmöglich machen. Das ist dieses zweite TBM, was wir dann haben. Bei diesen Straftaten und Ovis ist es eben noch drin, unmittelbar bevorstehend und fortgesetzt. Und das ist jetzt etwas, was ich auch nochmal darlegen muss. Hier in dem Fall, hier oben mit dem BMI, würde ich sagen, wir haben hier eine Straftat und die möchte ich jetzt verhindern, dass sie fortgesetzt wird. Ja? Es ist bereits ein Schaden eingetreten, möglicherweise. Möglicherweise gibt es da schon entsprechende Dellen an diesen Glasscheiben, vielleicht Splitterbildung, je nachdem, je nach Sachverhaltskonstellation. Es kann aber durchaus auch sein, dass je nach Sachverhaltskonstellation das unmittelbar bevorstehend erfüllt ist. Hier muss ich mich dann entscheiden. Also nochmal, um das zusammenzufassen, ich habe unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder Ovi von erheblicher Bedeutung. Muss dann auf die Straftat oder die Ovi von erheblicher Bedeutung eingehen, je nach Sachverhaltskonstellation entweder feststellen oder prüfen. Und dann muss ich sagen, wie sieht es aus? Ist die unmittelbar bevorstehend oder wird die fortgesetzt? Da einfach je nach zeitlicher Komponente. Und dann insgesamt soll natürlich das alles verhindert werden durch diese ja, Ingewahrsamnahme, durch diese Unterbindung. Möchte ich diesen Vorgang einfach jetzt stoppen. Und insgesamt drittens Unerlässlichkeit des Gewahrsams. Hier muss ich wieder prüfen, wie oben auch beim 39.1 Nummer 2 gibt es kein milderes, gleichsam geeignetes Mittel. Ja, und da muss man sich fragen, ist hier vielleicht eine Identitätsfeststellung, vielleicht ein geeignetes Mittel oder wie auch immer. Also das muss ich im Sachverhalt dann feststellen, aber wenn ich hier erheblich aggressive Personen habe,
die wiederholt jetzt schon eintreten, da wäre ich mit einer Identitätsverstellung wahrscheinlich hier jetzt im ersten Schritt nicht mehr so weiterkommen, denn ich muss die erstmal festhalten, festnehmen sozusagen im präventiven Bereich und da kann ich mit 39.1 Nummer 3 auf jeden Fall erstmal die Straftat unterbinden. Ja, also der Unterbindungsgewahrsam ist ein bisschen komplizierter von der TBM-Struktur. Sie sehen das, ich habe drei große TBMs und beim ersten TBM muss ich eben diesen Link gehen mit der Straftat oder der Ordnungswidrigkeit. Und wenn ich das habe, prüfe ich hier unten nochmal unmittelbar bevorstehend oder fortgesetzt. Hier wird es entweder oder geben. Und dann gehe ich weiter zum zweiten und zum dritten TBM, wo dann eigentlich nur noch relativ wenig zu schreiben ist. Also der Schwerpunkt liegt hier im ersten TBM. Ja, mein letzter Gewahrsam, den ich Ihnen hier noch darstelle, ist der minderjährigen Gewahrsam. Der findet sich jetzt nicht im Absatz 1, sondern im Absatz 2. Die Bundespolizei kann Minderjährige, die sich jetzt der Obhut des Personensorgeberechtigten widerrechtlich entzogen wurden oder sich dieser entzogen haben, in Gewahrsam nehmen, um sie letzten Endes auch zurückzuführen, entweder zum Sorgeberechtigten oder alternativ auch zum Jugendamt. Also hier schauen wir uns mal den Fall an. 13-Jähriger ist von zu Hause weggelaufen und wird von Bundespolizisten aufgrund einer Fahndung erkannt und auch den Eltern dann zurückgebracht. Das kann immer mal passieren. Auch hier sieht man nochmal die schöne Schutzzielrichtung vom Gewahrsam an sich. Es geht nicht klassisch um Festnahmen. Es hat nicht immer was mit Straftaten zu tun. Wir haben es gerade gesehen, der Gewahrsam, den wir gerade hatten, das hing auch mit Straftaten zusammen. Aber hier sehen Sie, es hat mit Straftaten eigentlich relativ wenig zu tun. Also Tatbestandsmerkmal ist hier erstens die minderjährige Person, zweites TBM Sorgeberechtigten und drittens, es muss jetzt eine Handlung vollzogen worden sein, also eine Handlung sozusagen, bevor ich den Minderjährigen jetzt in Gewahrsam nehme, er muss sich widerrechtlich entzogen haben oder er wurde auch widerrechtlich entzogen, das ist natürlich auch noch möglich. Schauen wir uns an. Person muss hier unter 18 sein, das ist relativ einfach zu bejahen, muss ich in den Sachverhalt reingehen. Und Sorgeberechtigter, wer ist der Sorgeberechtigte? Normalerweise ja die Eltern oder eben alternativ noch das Jugendamt, wie auch immer. Bei den Eltern ist es grundsätzlich ja die Mutter, es sei denn, es gibt ein gemeinsames Sorgerecht, okay, dann ist natürlich auch der Vater, also insgesamt die Eltern hier, der Sorgeberechtigte. Hier muss mir der Sachverhalt beim zweiten TBM auch sagen, wie sieht das aus? Das ist gar nicht so einfach. Hier im Sachverhalt sind nur die Eltern erwähnt. Okay, ich gehe davon aus, dass hier die Eltern sorgeberechtigt sind und drittes TBM widerrechtlich entzogen wurden oder sich entzogen haben. Also wurden die möglicherweise von dem Nichtberechtigten widerrechtlich entführt. Das könnte jetzt jemand sein, der gar nicht das Sorgerecht hat, irgendein Bekannter, irgendein Onkel, ja, oder auch ein Elternteil, der jetzt das Sorgerecht nicht hat, automatisch. Das kann sein. Und wenn hier die Person festgestellt wird, dann muss man auch hier das Kind sozusagen in Schutz nehmen und dem Sorgerechtberechtigten, den Zuständigen, wieder zurückführen. Oder, das ist die zweite Alternative, da das Kind, der Minderjährige, hat sich einfach so entfernt, ja, ist einfach so ja, von zu Hause weggelaufen, weggerannt, hat sich entzogen. Das sind so die klassischen Vermisstenmeldungen. Ja, okay, also drei TBMs nur. Erstens, zweitens, drittens. Hier brauche ich aber im Sachverhalt entsprechende Informationen, um dann wirklich valide hier eine Subsumption durchzuführen. Denn gerade auch bei dem Thema Sorgeberechtigung, das muss ich auch erstmal ermitteln, wer ist eigentlich ein Sorgeberechtigter. Das kann man ja in den wenigsten Fällen einfach so erkennen. Da muss ich eben schauen, was der Sachverhalt einfach so hergibt. Ja, und ich bin jetzt am Ende mit den wichtigsten Gewahrsamsarten. Sie merken schon, meine Stimme lässt jetzt nach, meine Energie lässt nach und ich bin auch froh, dass ich jetzt am Ende angekommen bin. Ich hoffe, ich konnte Ihnen nochmal einen Gesamtüberblick geben über die verschiedenen Gewahrsamsarten, konnte aber noch ein bisschen was sagen, auch allgemein zum Gewahrsam, zur Freiheitsentziehung und mit diesen Paragraphen 39 bis 42. Man muss das im Gesamtzusammenhang sehen. Aber klar, die
wichtigsten Tatbestandsmerkmale sind natürlich in den 39.1 drin, Nummer 1, 2 und 3, auch im minderjährigen Gewahrsam haben Sie gerade gesehen, 39.2. Also wenn ich mich da zur Befugnis äußern muss, zu den Tatbestandsmerkmalen, da finde ich also die Antworten. Und wenn man jetzt in 39.1 Nummer 1 drin ist, im sogenannten Schutzgewahrsam, dann haben Sie gesehen, ja, es ist diese dreistufige Polizeigefahr, 14.2 Satz 1. Und im Bereich der öffentlichen Sicherheit muss ich eben aufpassen, dass das nur zwei Rechtsgüter sind, für die diese Gefahr besteht, Leib oder Leben. Also insoweit haben die Kollegen hier, die jetzt hier so abgestimmt haben, 53%, die Mehrheit, die hat auch recht. Und die 28% hier oben, die haben zumindest mal im ersten Schritt nicht ganz Unrecht. Die müssen halt bloß aufpassen. Und das war der Unterschied hier. Es muss eben im Bereich der öffentlichen Sicherheit einige, ja, eine Rechtsgütergefahr sein, nur auf Leib oder Leben. Das ist eben ganz wichtig bei der Subsumption. Gegenwärtige erhebliche Gefahr können wir ausschließen hier, können wir durchstreichen, ist komplett ja, nicht richtig. Und auch ab die abstrakte Gefahr ist hier nicht einschlägig, auf jeden Fall nicht, die reicht nicht aus. Okay, also insoweit ist das jetzt hier die Nummer 3, ist die richtige Antwort. Und die Kollegen und Kolleginnen, die hier sich für die 1 entschieden haben, haben gar nicht so Unrecht. Sie müssen halt nur aufpassen, dass sie dann in der Subsumption auch daran denken, na, öffentliche Sicherheit grundsätzlich, klar gehört zur dreistufigen Polizeigefahr dazu, aber sie müssen dann die Subsumption, die Erklärung in Bezug nur auf die beiden Rechtsgüter Leib oder Leben ja, durchführen, um dann zum richtigen Ergebnis zu kommen. Bei 39 Absatz 1 Nummer 1. Okay. Ja, das war die Auflösung dieser Community-Abfrage, dieser Abstimmung. Ich werde immer mal vielleicht noch ein paar Abstimmungen mit einfügen im Vorgriff auf gewisse Videos. Dann können Sie Ihr Wissen auch gleich immer noch abgleichen. Und insoweit sage ich jetzt, lernen Sie noch fleißig. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Denken Sie dran, der Gewahrsam spielt in allen Ausbildungsabschnitten eine wichtige Rolle, in der Praxis sowieso. Und bleiben Sie mir treu. Bis zum nächsten Video. Ihr Patrick Lärm. Thank you.